Hallo zusammen, ich bin Böser Gummibaum und willkommen zu einer neuen Let's Play-Reihe in Sid Meier's Civilization 6. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video rausgebracht, in dem ich gefragt habe, wen oder was ich denn als nächstes spielen soll. Und da hat mit wehenden Fahnen Deutschland gewonnen, beziehungsweise Friedrich Barbarossa. Mit wehenden Fahnen in dem Zusammenhang heißt, zwei Leute haben Deutschland genannt und alles andere wurde nur einmal genannt. Von dem her soll man noch einer sagen, Willen zählt nicht. Deutschland-Idees. Es ist ganz nett hier, was der kann. Also es ist nicht meine Lieblingsziff, aber es ist auch nicht schlecht, würde ich mal sagen. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches heißt, wir haben einen zusätzlichen Militärregierungsplatz in jeder Regierung. Das ist jetzt nicht der beste Regierungsplatz, würde ich sagen, den man dazu bekommen kann. Griechenland zum Beispiel mit der Joker-Politik ist, mit dem Joker-Politik-Platz ist natürlich ein bisschen besser bedient. Aber das wird wahrscheinlich bedeuten, dass wir uns als erste oder beziehungsweise technisch gesehen zweite Regierungsform nicht die Oligarchie aneignen werden, sondern stattdessen eine klassische Republik sein werden, weil ich nicht mehr als einen Militärregierungsplatz brauche unbedingt. Wir kriegen auch plus 7 Kampfstärke beim Angriff auf Stadtstaaten. Das bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel. Ich greife eigentlich Stadtstaaten nicht so gerne an. Ich hole mir lieber ihre Boni. Freie und Reichsstädte wiederum ist sehr nice. Jede Stadt kann einen Bezirk mehr als normal bauen und über das normale Limit auf Bevölkerungsbasis überschreiten. Es ist ja so, wie es da eigentlich auch steht, dass die Anzahl der Bezirke darauf abhängt, wie groß die Stadt ist. Und im Fall von Deutschland hier kann man immer noch einen Bezirk mehr bauen, als man eigentlich könnte mit anderen Zivilisationen. Das kann schon sehr, sehr nützlich sein, muss ich sagen. Das U-Boot hingegen bringt mir persönlich jetzt nicht wahnsinnig viel. Ich mache normalerweise nicht besonders viel Seeschlachten. Das heißt, ich würde mich wundern, wenn wir es überhaupt benutzen. Und dann gibt es noch die Hanse. Mit der hatten wir schon ein bisschen Probleme, weil ich habe ja schon mit Friedrich Barbarossa gespielt. Als allererstes, glaube ich. Als allererstes Ziff-Let's Play, das ich gemacht habe. Und als circa zweites Ziff-Spiel oder so, das ich gespielt habe. Also Ziff-6-Spiel. Und da haben wir das ein bisschen verkeckt, weil wir zuerst nicht, oder ich zuerst nicht gecheckt habe, dass die Hanseboni anders funktionieren. Also die Hanse kriegt keine Boni für angrenzende Minen und Steinbrüche, sondern stattdessen für ein angrenzendes Handelszentrum und für angrenzende Ressourcen. Das heißt, ich hoffe natürlich, dass wir das diesmal ein bisschen besser machen. Ich werde jetzt gleich ins Spiel, also wir spielen natürlich auf Gottheit, logischerweise, wie ich auch schon angekündigt hatte, alles Standard, wie gesagt. Wenn ich das jetzt diesmal ein bisschen besser mache als im letzten Spiel, dann können wir, glaube ich, im nächsten Let's Play dann ein bisschen was Exotischeres machen. Aber jetzt würde ich lieber nochmal alles auf Standard spielen, wie ich in dem Video eben auch schon gesagt habe. Ich werde jetzt dann gleich einen Cut reinhauen und ins Spiel springen, weil wir erstens Barbarossas Anfangstext ja eh schon gehört haben. Und ich glaube, dass irgendwann mal ein bisschen Fahrt wird, wenn wir jedes Mal einen zweiminütigen Text oder zweiminütigen Ladebildschirm warten müssen, bis das Spiel tatsächlich anfängt. Das heißt, ich sehe euch gleich. Bis gleich. Da wären wir wieder. Mitten in Ziff gelandet, unser Anfangssiedler hier. Das sieht mal gar nicht so schlecht aus hier, würde ich sagen, für den Anfang. Die Schafe sind nett, die geben nachher ganz ordentlich Produktion. Momentan ist es ein 2-2-Feld, das ist gut für den Anfang. Da haben wir noch ein 2-2-Feld, sehr nice, das ist wahrscheinlich 2-1. Jo, und dann hier noch ein 1-2 und ein 1-3-Feld nehme ich da gern. Ja, das heißt, wenn überhaupt, haben wir Nahrungsprobleme, aber das wird sich schnell lösen lassen mit einer Wassermühle und ein paar Farmen hier. Und da kriegen wir für die Schafe dann nochmal einen, ich glaube, wir kriegen dann nochmal eine Produktion dazu. Und Produktion ist eh das Wichtigste in dem Spiel. Das heißt, ich werde hier, glaube ich, getrost einfach mal gleich dort zielen, wo uns das Spiel hingesetzt hat. Wir haben auch zwei Luxusressourcen im Umkreis, das ist nett. Und die Stadt selber ist auf einem Hügel, was verteidigungstechnisch ein bisschen Vorteile bringt, wenn man dann einen Bogi drin hocken hat. Das ist eigentlich eine nette Angelegenheit. Okay, wir werden natürlich wie immer als erstes einen Speer ausbilden. Werden das Schaffeld bearbeiten, um schön eine schöne Balance zwischen Nahrung und Produktion zu haben. Und werden dann in dem Fall mal hier als erstes die Tierzucht erforschen gehen. Dafür brauchen wir ja nichts erforschen für den Reis und die beiden Weizenfelder. Dafür brauchen wir Bewässerung, dafür brauchen wir Tierzucht und dafür brauchen wir auch Tierzucht. Deswegen macht das, glaube ich, am meisten Sinn. Außerdem liegt Tierzucht ja auf dem Weg zu Bogenschießen. Das ist auch eine Technik, die man am Anfang nicht vernachlässigen sollte. Alright, soweit so gut. Wir benutzen jetzt unseren Krieger hier mal als ein bisschen Proto-Speer, bevor unsere Speer fertig sind. Da oben ist eine Hütte, die werde ich mir gleich mit dem Speer abholen, wenn wir dann fertig sind, den auszubilden. Und wir treffen gleich mal Sparta. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Mhm. Nicht sehr weit weg und Sparta ist natürlich nicht gerade die friedlichste Zivilisation auf Erden, aber möglicherweise können wir ihnen einen Siedler stibitzen. Das würde mich sehr freuen. Aber mal schauen. Das letzte Mal hat es ja nicht geklappt, leider. Obwohl ich es mir so sehr gewünscht hätte.
bezweifle aber, dass es besonders friedlich ablaufen wird zwischen uns beiden. Woran ich natürlich komplett unschuldig bin. Come on! Wie? Das ist nicht meine Schuld. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Wie soll ich den denn bitte nicht klauen, wenn er mir so vor die Füße stellt? Ich kann nichts dafür. Ich werde hier gezwungen, okay? Das hat nichts mit mir zu tun. Hallo Griechenland! Kriegserklärung Runde 6. Das ist sogar ein bisschen viel für eine Gottheitstiff. Okay. Schön. Wir haben einen Siedler. Jetzt weiß ich nur noch nicht, wo ich den hinschicken will. Am liebsten hier irgendwo da vielleicht? Irgendwo, wo ich ihn möglichst auf die Eier gehen kann? 1, 2, 3, 4. Hier? Das ist aber wirklich. Wenn ich jetzt hier hinsiedle, dann bettle ich darum, dass sie mich fertig macht. Wie viele Krieger haben die am Anfang? 5 oder so? Es wäre aber schon spaßig. 1, 2, 3, 4. Ich könnte es auf den Hügel setzen. Ja. 1, 2, 3. Ich könnte es auf den Hügel setzen. Ist natürlich nicht gerade besonders nah an Aachen dran, muss man zugeben. Du machst mal noch einen Speer. Ich muss mal schauen. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich sie dahin gründe. Ja, das sind schon mal drei Krieger. Dass die Kay doch nicht so deppert ist, dass sie es nicht schafft, die Stadt einzunehmen. Auf der anderen Seite. Vielleicht doch. Vor allem, wenn sie auf einem Hügel ist. Ich weiß es nicht. Also, der muss dann noch lang genug überleben. Das ist das weitere Problem. Wir können auf jeden Fall mal hier hingehen. Dann kann er dich mal in der nächsten Runde, also kann er mich mal in der nächsten Runde nicht angreifen. Und dann können wir uns immer noch auf den blöden Hügel stellen. Ich würde halt gerne wissen, was da unten ist, um zu wissen, ob das vielleicht hier die bessere Stadtposition wäre. Wobei, ich meine, der Fluss geht so, das heißt, es ging sich höchstens hier eine Stadt aus und die ist dann auch nur drei entfernt, das ist eigentlich ein bisschen nah dran. Und ich meine, je schneller wir diese neue Stadt bauen, desto schneller kann ich was produzieren und so weiter und so fort. Fürs Reich hat große. Nice. Ah, da oben ist nichts mehr. Das ist mal gut zu wissen. Aber da wird sich vielleicht noch eine Stadt. Will ich auf diesen Hügel eine Stadt gründen? Oder ist das selbstmordgefährdet? Ein bisschen selbstmordgefährdet ist es, glaube ich. Was für eine Stärke kriegst du dann? 13. Was hat so ein Kriegerchen? Was hast du für eine Stärke? 20. Und ich habe keinen Schleuderschützen. Und das dauert wahrscheinlich ewig, bis ich hier einen produziert habe. Risky. Na, ah, fuck, da kann ich keine Stadt hingründen. Risky, risky, risky. Aber ich glaube, ich mach's. Da ist doch ein Siedler und der ist schon wieder allein. So blöd kann sie nicht sein, oder die KI? Wenn er mir den Siedler jetzt auch noch gibt, dann kriege ich einen Lachanfall. Ich glaube, wir gründen. Ich glaube, wir gründen. Oder soll ich sie hier gründen? Das ist natürlich näher. Aber ich meine, das ist einfach nett hier, oder? Es gefällt mir eigentlich hier. Wieso sollte ich sie nicht hier gründen? Wenn ich noch keine Ahnung habe, wo eigentlich die besten Siedlungsplätze sind. Ja, okay, das ist ein Argument. Das gebe ich zu. Na, trotzdem. Das ist zu lustig. Wie könnte ich dieser Versuchung widerstehen? Dauert eh nur 18 Runden, bis wir den nächsten Schleuderschützen ausgebildet haben. What could possibly go wrong? Okay. Jetzt sieh. Greifst du das gleich an, nehme ich mal an. I'm fond of Nein! pigs. Wo ist der Siedler hin? Ist der da noch irgendwo? Kann ich dann die einfach vorbeispazieren? Der ist da, der Siedler. Wenn ich dahin gehe, kriege ich von da aufs Maul, der geht wahrscheinlich hier hin und ich kann nicht mehr entkommen und bin tot, glaube ich. Es ist alles sehr interessant, möchte ich sagen. Es ist alles ausgesprochen interessant, finde ich. Wir werden als nächstes die Keramiker forschen. Was genau? Warte mal, was machst du da? Du machst denen einen Blödsinn. Sicher nicht. Du sollst noch ein bisschen wachsen. Du sollst eigentlich sogar sehr wachsen. Wie lange brauchst du noch? 5 Runden. Ja, ich glaube, wir machen das so. Und du hast jetzt einen zweiten Speer gemacht. Handwerk oder Schleuderschütze? Ich brauche eigentlich einen Schleuderschützen.
Ich brauche auch ein Handwerker. Ah, ich glaube, wir werden diesmal zuerst den Schleuderschützen raushauen. Wir sind schließlich im Krieg. Okay, ich bin hier auf einer Halbinsel. Das heißt, glaube ich langsam, was ganz toll wäre, weil dann sind das wenigstens die einzigen. Die einzige KI, die hier sehr in der Nähe ist, wahrscheinlich. Okay, ne, ihr dürft gerne meinen Krieger hier angreifen. Willst du nicht einen Schritt nach vorne machen? Und wir heilen uns einfach dabei. Lasst meine Stadt in Ruhe und lasst sie in Frieden ihren Schleuderschützen bauen. Okay, du gehst dahin. Du gehst hierhin. Ja. Jetzt bin ich schon ein bisschen tot. Du hast nur 10, wieso hast du nur eine Stärke von 10? Okay, jetzt hast du eine Stärke von 15. Du gehst jetzt. Wieso hast du dich gerade geheilt? Hä? Egal, wir werden unseren Speer in der Nähe belassen. Für den Moment. Ich brauche vielleicht alle Einheiten, die ich habe, um diese Stadt zu verteidigen. Da ist noch ein Dörfchen. Das ist nett. Gefällt mir. Das ist gerade von Anfang an sehr spannend geworden, möchte ich sagen. Jerewan, leider ein. Und da oben ist ein Barbarenlager. Crap. Das ist nicht gut. Barbaren sind fast das größere Problem als die anderen Ziffs am Anfang, finde ich. Okay, da ist ein Weltwunder, sehr schön. Naturwunder meine ich. Was machst du? Nein, nicht die Ebene. Und verdoppelt die Gelände. Aha, das ist das schon wieder. Das ist ziemlich geil, aber damit ist nur die Nahrung gemeint, nicht wahr? Nein, warte mal. Doch. Doch, nur die Nahrung ist da verdoppelt. Okay. Aber trotzdem nicht schlecht. Möchte ich sagen. Okay, die heilen auch, aber je länger sie warten, desto mehr Schleuderschützen werde ich ausgebildet haben. Politik ändern. Wir holen uns natürlich alles, was wir hier haben können. Plus 5 Kampfstärke beim Kampf gegen Barbaren und doppelte Erfahrung für Aufklärungseinheiten. Wir können uns ja eh beides holen. Und wir holen uns natürlich die Plus 1 Produktion, weil deine Glauben, dass Gold auf Gottheit meiner Meinung nach einfach eigentlich nichts wert ist. Okay, was kriegen wir jetzt? Bogenschießen hat große Fortschritte gemacht. Das ist äußerst nett. Als Ausrichtung werden wir als nächstes Handwerkskunst erforschen und hoffentlich, bitte, 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 Gummibaum, erinnere dich daran, dass du zur Hälfte aufhörst damit. Weil natürlich werden wir nachher einen Handwerker ausbilden, der wird drei Verbesserungen machen, was den Heureka-Moment für Handwerkskunst auslösen sollte, also wird. Und wenn ich den nicht vergessen habe, zur Hälfte abzubrechen, beim selber händisch erforschen sozusagen, wird das ein bisschen effizienter sein, aber in meinen Offline-Spielen vergesse ich das in etwa 90% der Fälle und ärgere mich dann ganz schrecklich drüber nachher. Also bitte, also jetzt weiß ich es immer noch und dann in 9 Runden keine Ahnung mehr. Mein Kopf ist so völlig anders und ich weiß nicht mehr, dass ich eigentlich aufhören soll, Handwerkskunst zu forschen. Ich finde, man sollte da irgendwie so ein. Man sollte sich ein Pop-up machen können lassen, das einem anzeigt, Achtung, entweder die Technologie, die du gerade erforscht, oder die Ausrichtung, die du gerade erforscht, ist jetzt am Heureka-Moment sozusagen angelangt oder dort, wo man nur noch den Heureka-Moment brauchen würde, damit sie fertig erforscht wird. Das wäre ganz nett. Wahrscheinlich gibt es da eh schon längst einen Mod oder so dafür. Falls ihr sie kennt, falls ihr eine Mod kennt, die das macht, lasst es mich wissen. Low-key betteln um Kommentare. Das ist immer das Beste, wenn YouTuber das machen. Aber hey, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich habe 100 Abonnenten. Ich muss ein bisschen betteln. Okay, Aachen 3. Bevölkerung. Ja, du hast ja den als nächstes. Du hast den Schleuderschützen gemacht, wir machen jetzt den Handwerker. Es gefällt mir überhaupt nicht, dass dieses Barbarenlager da oben ist. Weil das wird echt unangenehm, falls der. Aber ich muss die Stadt auch verteidigen, wobei die hat gleich einen Schleuderschützen. Schleuderschützen sind aber auch so squishy. Die sind so. Die sterben so schnell, vor allem weil sie auch nur eine Reichweite von 1 haben. Aber vielleicht sollte ich zumindest den Speer, der da oben kommt, killen gehen. Wer hat eine Beförderung verdient? Du, okay. Ja, ich meine, die ist jetzt natürlich schon ein bisschen depper platziert. Wir könnten da noch eine Stadt platzieren. Oder? 1, 2, 3, ja, geht sich aus. Wahrscheinlich. Gefällt mir aber eigentlich auch nicht so gut. Mal weiterschauen. Okay, das gute Griechenland scheint überhaupt keine Anstalten zu machen, diese Stadt erobern zu wollen. Was mich leicht verwundert. Aber hey. Stören tut es mich natürlich nicht. Weil, wie gesagt, je mehr Zeit vergeht, desto mehr wird sich das Kräfteverhältnis zu meinen Gunsten ändern. Machen wir schnellere Bewegung über Hügelfelder. Ich weiß nicht, wieso mir das besser gefällt, aber es gefällt mir immer ein bisschen besser. Forschung wählen. Bewässerung als nächstes. Brauchen wir nur dafür. Ich krieg die Hälfte von Bewässerung wieder mit dem Horeca-Moment, sobald ich
Hier den Weizenabbau. Was sind denn die ersten drei, die ich machen werde? Schafe, Weizen und dann am liebsten eine von den beiden Luxusressourcen. Aber in welche Richtung gehst du denn da als nächstes? Eigentlich am liebsten den Trüffel, aber ich nehme mal an, du wirst da drauf gehen. Nein, du gehst einfach auf den Weizen stattdessen. Super. Was bringst du? Plus 1 Produktion, plus 1 Glauben, plus 1 Nahrung. Du bringst 3 Produktion, 2 Nahrung. Ja, das werden wir uns holen. Das heißt aber, ich brauche Bewässerung nicht unbedingt. Das heißt, ich kann eigentlich schon Bogenschießen machen. Jo, machen wir auch in dem Fall. Ja, das ist aber schneller fertig, als der dieses dumme Ding hier gebaut hat. Crap. Das wiederum ist schlecht. Du sollst zuerst den bauen und dann soll Bogenschießen fertig werden. Okay, wir müssen das dann nachher timen. Aber ich fange mal an, Bogenschießen zu erforschen. Handwerkskunst ist 14 Runden noch, okay. Merke dir. Jetzt, ich hatte es wieder komplett vergessen, bis es mir jetzt gerade wieder eingefallen ist. Merke dir. Schau auf die Handwerkskunst. Okay, der wird wahrscheinlich angegriffen werden, aber das macht nicht so viel. Ich weiß nicht, wo er mit seinem Siedler jetzt hingerannt ist, aber scheinbar nicht in meiner Nähe. Mir soll es recht sein. Okay, soweit kein schlechter Start, würde ich sagen. Bis jetzt. Also eigentlich ein sauguter Start, weil gleich am Anfang eine zweite Stadt hinstellen zu können, ist ziemlich OP. Das hat nicht mal die Kosten für meine Siedler erhöht, weil sie nicht meiner waren. Candy, kann hier noch, ich meine, ich weiß, ich verlange viel, aber kann hier bitte noch irgendwelche Stadtstaaten sein, die tatsächlich nützlich sind und keine verdammten Glaubensstadtstaaten sind? Wäre das möglich, liebes Spiel? Da ist ein Handwerker, der darauf wartet, von mir befreit zu werden, glaube ich. Stehe ich da jetzt einfach blöd rum? Wieso nicht? Naja, wenn er dahin geht, dann kann ich nicht mehr fliehen. Also was, wir ziehen uns einen Schritt zurück. Ich will noch in die Stadt fliehen können. Ich bin ein kleiner Feigling, soll ich sagen. Nee, siehst du? Das hat er versucht. Er hätte es versucht. Ja, greif einfach nochmal an. Okay, Außenhandel hat große Fortschritte gemacht. Super, wieder auf Handwerkskunst schauen. Okay, zwei Runden, glaube ich, noch circa. Was ist da drin? Sperrkämpfer. Das wird wahrscheinlich jetzt eher unangenehm für meinen armen kleinen Schleuderschützen. Da oben gibt es zumindest geile Campus-Locations. Könnte ich da was draufbauen? Da könnte ein Aquädukt hin. 1, 2, 3, das ging sich aus. Aber da komme ich nicht da rein, wo ich eigentlich will. Hier ist dann nur 3 entfernt von dir. Aber ich meine, die Campus-Location hier ist schon der Hammer. Du könntest immer noch ein Aquädukt bauen. Vielleicht, vielleicht machen wir das für die KI einfach ihr normales City-Dreieck fertig, wo sie alle immer nur 3 Felder voneinander entfernt sind, wo ich das eigentlich hasse. Aber in dem Fall. Da Sparta erobern wäre eigentlich auch eine gute Idee. Das sollten wir auch bald machen. Holen wir uns Bogenschießen und dann holen wir uns Sparta. Ja, du hast auch eine Beförderung bekommen. Jo, aua. Das ist so schmerzhaft, dass ich leider, glaube ich, jetzt nicht auf ihn schießen kann, sondern mich tunlichst verpissen sollte. Oder doch einmal schießen. Es reicht nicht. Das reicht einfach nicht. Was soll ich denn sagen? Damn. Du musst leider wieder abhauen. Ich will dich nicht verlieren, lieber Schleuderschütze. Du schaust mal wieder hier hin. Du kannst mal dein Upgrade bekommen und stehst hier weiter nervig rum. Handwerkskunst, eine Runde noch. Bogenschießen, zwei Runden. Und das braucht immer noch 4 Runden. Das gefällt mir nicht. Wir haben ein bisschen wenig Geld, by the way. Wir gehen hier mal. Soll ich mal darüber schauen, vielleicht? Ah ja, da ist unser Kontinent wieder fertig. Ich meine, wenn wir Griechenland besiegen sollten, haben wir eigentlich gleich ziemlich viel Platz, um sie auszubreiten. Und das werden wir jetzt so oder so machen müssen. Bogenschießen wird kurz abgebrochen. Stattdessen holen wir uns dabei halt ein bisschen Bewässerung. Wieso nicht? Wer hat so wenig Wohnraum? Mehr Annehmlichkeiten benötigt. Jo, eh. Ich kann ja nicht alles auf einmal machen. Du kommst dahin. Der Handwerker ist gleich fertig. Gefällt mir auch. Ah ja, shit. Ja, ich will mir schon lieber das holen. Aber es kostet jetzt so viel Geld, dass ich da meine Schleuderschützen nicht zu Bogenschützen upgraden kann, wenn ich mir die Felder kaufe. Was leider ein bisschen wichtiger ist als die Trüffel dort. Okay, politische Philosophie hat. Schon wieder gibt es hier nur Glaubensstadtstaaten. Dammit. Aber habe ich ein paar als erstes getroffen? Zwei davon habe ich als erstes getroffen. Okay. 3 Runden noch. Bis zum Schleuderschützen. Ja, wir werden jetzt doch Bewässerung brauchen, was natürlich ein bisschen blöd ist. Aber wir kriegen hier gleich jetzt mal den Eureka-Moment dafür. Bam. Das heißt 4 Runden noch. Das ist okay. Du heilst dich dabei. Wir hauen noch das Monument raus. Wir hauen, glaube ich, auch noch einen Siedler raus.
Aber eigentlich müsste ich anfangen, Bogenschützen rauszuhauen, wie blöd. Ein Siedler für hier, ein Siedler für hier. Zwei Siedler vielleicht noch raushauen und dann Bogenschützen, wie blöd bauen. Oh, hallo, lieber spartanischer Krieger. Das ist wahrscheinlich kein gutes Omen für meinen armen kleinen Speer. Soll ich mich da noch genau umschauen und gehen dafür? Die Stadt ist ein bisschen weit weg von da oben. 1, 2, 3 hat das Kupfer, aber. Das 2. Aha, genau, da war ja noch das hier. Das habe ich vergessen. 1, 2, 3, 4. Wie wär's damit? Ich meine, das ist eigentlich nur so eine Fillerstadt. Weil die muss man auch bauen. 1, 2, 3, 4. Also muss man natürlich nicht. Dann könnte ich hier noch eine Stadt bauen. Geht das? 1, 2, 3. Jo, geht. So viele Städte, die gebaut werden wollen. So viele. Ich bin nicht mal tot. Das gefällt mir, aber ich würde mich halt gern mal vorbeischleichen können, eigentlich, um ehrlich zu sein. Du kannst mal hier hin. Du kommst jetzt hier hin, selbstverständlich. Handwerkskunst, damn it! Außenhandel. Ich glaube, eine Runde habe ich verpasst. Ich glaube nicht viel mehr. Okay. Es ist jedes Mal das gleiche, jedes Mal. Handwerkskunst. Ich habe Albträume vor der Handwerkskunst, ich sag's euch. Okay, so, du kannst dich jetzt mal hier rüber hauen. Wir geben dir mal kräftig aufs Maul. Dann geben wir dir gleich nochmal kräftig aufs Maul. Und dann, wenn wir Glück haben, können wir dich nächste Runde killen. Mit meinem schönen Schleuderschützen hier. Und dann gibt es ja eh keinen heurigen Moment mehr auszulösen, weil wir Bogenschießen ja bereits erforscht haben. Und den heurigen Moment vor allem schon bekommen haben. Aber egal. Das sind unwichtige Nebensächlichkeiten. Wollen wir jetzt hier zuerst einen Handwerker raushauen oder nein? Ich glaube, wir müssen einfach jetzt mal hier Bogis raushauen, wie blöd. Und vor allem müssen wir, glaube ich, langsam mal, ja, die Folge beenden, weil es sind bereits 20 Minuten um. Ich hoffe wie immer, dass es euch Spaß gemacht hat zuzusehen. Ich hoffe, ihr freut euch so sehr auf diese Let's Play-Reihe, wie ich es tue. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da, weil es ja auch das erste Video einer Let's Play-Reihe ist. Ist es, glaube ich, besonders hilfreich bei dem Video. Aber vor allem, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.